So, na dann, schreib mal die Adoptionspapiere. Ich kriege einen neuen Sohn. Oh Gott. Ach, hier haben wir es ja. Opi. Ja, der junge Herr Ahmed ist ausgerutscht unten in der Garage. Chrissy, komm mal mit, ich hab ein Geschenk für dich. Chrissy, hier. Ja, ich hab aber gerade zu tun. Alles gut, Opi. Lass dir Zeit. Guck mal, was da liegt. Hey, wo ist er denn hin? Und wie gesagt, ich bin immer noch nicht im Dienst. Ich hab auch mal Freizeit. Irgendwann muss ich auch mal ein bisschen Freizeit haben. Vor allem früh um 5. Alles gut, Opi, hol dich. Ich sag ja bloß. Lassen Sie den jungen Herr Ahmed los. So, na dann, gehen wir nochmal kurz hier rein. An den Computer, schreiben wir das ordentlich. Die Adoptionspapiere. Da ist ein Kuli, kann ich auch unterschreiben. Kann der Herr unterschreiben. Und ja, der Herr, mein neuer Sohn. So, und dann schreiben wir noch das hier. Und das hier. Hiermit adoptiere ich den Herrn Leo Santos als mein Sohn. Und ich werde immer für ihn sorgen und pflegen. So, okay, gut. So, Adoptionspapiere sind gemacht. Was wollt ihr jetzt? Das ausgerutscht, Herr Obi. Ich habe immer noch zu tun. Bist du da? Jo. Ja. Hast du es ja nicht? Gut. Na dann, gib mir erstmal deine Telefonnummer. 442? Na, warte mal, so schnell bin ich nicht. Warte. Nee, das war. Wo war denn das? Ach Mann. Die neuen Handys. Ist das nicht so meins? Da muss er sein. Also, Leo. Nicht schlecht. So. Na dann, jetzt die Handynummer bitte. Oh. 442? Ey, das ist schwul. 449? Nein, 442. Also, 442. Ja, hab ich. Minus? Minus. 29. 29. 68. 67. 68. 68. Okay, reicht. Ja, dann. Ich schreib dir auch mal noch ein SMS, da kannst du mich einspeichern. Ja. Hallo. Hier, dein neuer Papa. Wenn du die Papiere eben unterschreiben willst. Das kann man, wenn ihm hilft, ja. Vor allem, wir hatten ja schon mal schriftlichen Verkehr und dann nennst du mich Opa. Also, wenn das nochmal passiert. Na, da ich noch betrunken. Ein paar SMS. Da war ich betrunken. Haben Sie mich schon angeschrieben? Ja, klar, eben. Ich hab nichts bekommen. Hallo. Oh Gott. Ich war falsch. Oh Gott. Nicht an dich. Sorry. Danke. Falsche Person. Oh Gott, ich hab so viel, oh Gott. Nur ein kleiner Rambo, ja? Hier, ja. Nein, hör sie mal auf. Hi. Ich bin fast so. Ja, gut. Jetzt hast du eine bekommen, ne? Ja. Ja, aber den Text, den ich dir schreiben wollte, hast du ja gehört, ne? Was ist? Den Text, den ich dir schreiben wollte, hast du ja gehört, ne? Hast du Papiere da, dass sie jemand schreiben können? Die habe ich hier eben schon geschrieben, warte mal. Wo ist denn der Toluca? Kostet nicht viel. Ah, hier hinten. Na, Moment. Drück ich mal eben noch auf Tolucken. So. Na dann, gib mir mal zum Truge. Oh Gott, na der ist ja leise beim Drucken. Opi, können wir? Na Moment mal. So, hier haben wir es doch. Na dann, unterschreib doch einmal bitte. Ich habe auch schon unterschrieben. Ab. So, und dann bist du jetzt mein rechtmäßiger neuer Sohn. Wer ist denn mit Nachname? Müller. Na Müller. Okay. Und du weißt, wie du dich jetzt nennst. Denn ich nenne mich nicht um. Ja,
Der Müller-Clan, Jungs, wir sind der neue Müller-Clan. Bist du auch sein Sohn? Ja. Ehrlich? Nein. Aber wenn ich will, bin ich sein Sohn. So. Oder OP. Und was ist jetzt mit dem passiert? Was ist denn los? Den ich hab doch vorhin schon mal gesagt. Der ist von der Treppe gefallen. Der Arme. Aber ja, ich hab doch vorhin schon mal gesagt, ich bin außer Dienst. Ja, ich weiß, OP, aber doch für mich. Das ist auch die Sache ist, die vorhin hat es Pity, ne? Der wird ihm bestimmt ein bisschen Trinkgeld geben. Das ist OP, du weißt doch. Mit Motorrad sind die reingefahren, ins Krankenhaus, das war so unnötig, unnötig Stress machen. Dann davor noch irgendwelche anderen mit einem Auto, was gar nicht reinpasst, sorry, wo ich mir denke, wie kommen die da rein? Unnötig Stress machen, oh, da gehe ich mit Absicht außer Dienst. Ach, Opi, aber das war mein Schuld, ich esse doch gerne ein Butterbrot. Ich habe mein Butterbrot fallen gelassen, der junge Herr ist ausgerutscht. So, jetzt macht mal Platz, Mann. Letztes so. Mal, dann gehen wir auch, Opi. Du hast dich jetzt genug aufgeregt. Schützt mal mehr euer Leben, Mann. Geht dem Streit aus dem Weg und fertig. Genau. Und wenn euch jemand doof anmacht, na dann fleht einfach um euer Leben und macht nicht auf die Hose. Denn das kann man in die Hose gehen. Genau. Opi, komm, wir gehen. Dein Bluthochdruck ist viel zu hoch. Man kann ja nicht mit Ü, ne, seinen Ausweis machen. M-E. So. Nach UE. Ja. UE hab ich. Wo sind die Blutdrucktabletten? Komm, Opi. Ich hab welche dabei. Sehr gut. Ja. Ja, danke schön. Brauchen Sie noch Cannabis, Papa? Nö, alles gut. Noch was? Obwohl doch, so einen kann ich mir geben. Ich merke das schon wieder. Kommt wieder durch. Was pflücken gehen, Opi? Na, danke schön. Nee, wie gesagt, das eine reicht. Eine reicht. Zu viel ist auch sonst ungerutscht. So. Oh Gott, ich merke schon. Oh Gott. Ist jetzt vielleicht. Ich glaube, ich kann gar nicht bald pennen. Ich penne eh wieder bis 20 Uhr, Digga. Nee, ich seh nichts mehr. Du, Papa, wie lange pennst du so? Oh Gott. Ja. Ich muss ganz kurz mal entführen. Hör mal auf, jetzt, wenn du irgendwas machst, Digga. Bringt OP dich auf. Können Sie mich mehr nach Hause schlagen? Ich seh nichts mehr. Ich brauch so ein Licht. Dann ist es Bruder Huren, so nein, Ja, aber ich hab. Oh Gott, alles dunkel. Ich setz mich mal auf die Bank. Warum ist alles dunkel? Das Zeug knallt voll rein. Hallo. Ich hab mich festgefahren. Was machen Sie hier? Gehen Sie mal raus. Ich hab mich festgefahren. Ich komme nicht mehr raus. Soll ich hier rauskommen? Nein, ich will aus mein Auto hier rausbekommen, ja? Hey, Leo, hör auf, der OP holt dich nicht hoch. Ja, trotzdem, nicht tasern, ja, guck mal, was er macht. Ich habe mich festgefahren, ich komme nicht mehr raus. Sie begeben den Herrn Opi in Gefahr, ne? Ja, ich hab das Gefühl, das ist gesund für das Auto. Ja, ich merk's, ich komme nicht raus. Oh Mann, also jetzt sehe ich wirklich gar nichts mehr. Alles dunkel, ich krieg echt nichts mit. Ohne mich. Hallo. Opi stirbt da unten, ich sterbe, ja. Was ist mit dem Auto los? Digga, das ist doch so einfach, hä? Pass doch mal auf. Geht's sehr gut, Opi. Ja, mir geht's gut, wie gesagt, aber ich sehe nichts. Gar nichts. Der Zorn, der knallt voll rein. Ich bin so dicht, ich krieg die Klotzen nicht mehr auf. Aber die Nachwirkungen sind gut. Heide Witzka. Ja, das könnte laut sagen. Heide Witzka! Was ist denn Ihr Name, wenn ich fragen darf? Was denn? Wer denn? Ja, der nette Opa hier. Na, also ich bin der Helmut Müller. Oh, Sie haben den gleichen Namen wie ich. Ich bin der Hans Müller. Was? Ich bin der Hans Müller. Wir sind aber nicht verwandt oder so. Ich kenne ihn nicht. No, das ist aber traurig. Ich wäre gern mit ihm verwandt. Haben Sie ein paar Noten geknallt oder warum? Warte mal, das müssen wir jetzt aufklären. Nichts mit Noten. Also warte mal, Hans Müller, ich gehe mal ganz kurz meinen Familienstammbaum durch. Da ist der Rüdiger. Da ist der Klaus. Der Bernd. Aber den Rüdiger kenne ich auch. Weil den kennst du auch? Ja. Oh Gott. Das ist ein netter Junge auf jeden Fall. Wie heißt deine Mutter? Meine Mutter? Ja. Das ist die Franziska Müller. Was ist los? Die Franzi. Oh Gott. Also wir sind doch irgendwie miteinander verwandt. Aber ich weiß gerade noch nicht wie. Oh Gott. Ja, ich auch nicht. Aber sehr schön. Hey, Devitschka, was ist denn da los? Die Welt ist klein. Ich glaube, der Herr macht ein paar illegale Sachen. Weißt du, egal, solange der OP nicht belästigt, ist alles okay. Ich bin
Kleiner aber du musst jetzt auch denken, was ist denn das für ein Drogenpatient? Denn ich rede hier von, ich bin total ist und ich sehe nichts mehr. Aber wie gesagt, Kollege, pass mal auf, ich habe wirklich starke Rückenprobleme, ich habe Rheuma, ich habe ja eine künstliche Hüfte und. Ich quäle mich manchmal vor Schmerzen und ich bin Mediziner und ich krieg das wirklich medizinisch. Also nicht, dass du denkst oder so. Das ist aber schon traurig, ne? Nur um das mal klarzustellen. Wir wollen ja auch Kopf werden, ne? Mach mich los! Wie bitte? Wir wollen ja auch Kopf werden, ne? Das ist richtig. Sind Jan Müller, ne? Richtig. Ich glaube, wir hätten ein gutes Wort zu sein legen. Ich bin auch Müller. Oh, das ist. Was ist denn hier das für Müller? Ich das muss ich noch mal dazu sagen, wie gesagt. Ich habe viele Söhne. Ich habe hier 4 Söhne und noch viele Enkelsöhne. Also, ja. Sie können doch keinen Polizisten festnehmen. Was? Ja, aber ich stelle eine Gefahr für OP da. Korrekt. Was wie hast du denn gerade gesagt? Oh Gott. Hier ist immer noch alles dunkel. Vater, ich werde vielleicht SWAT Co-Chief. Echt, Leo? Ja, Assassin's Chief von SWAT. Das, ja, ich werde vielleicht irgendwann mal Leo. Geld auf mein Konto. Boah, dann komme ich auch. Dann komme ich wieder. Ich mache FID-Bewerbung. Ehrlich? Ja. FID ist aber. Die nimmt dich aber nicht, ne? Boah, weil du PD warst. Haben die doch gerade gesagt, du Keck. Jungs, du mein Leo geht schon. Ja, was ist denn das? Da? Leo ist aber Chief, Digga. Ja. Nein, das ist doch. Hä? Ja, nix, hä? Das ist aber Jungs, Chief. Scheiß aus PD, wir machen den Müller-Clan auf. Nee. Ich werd. Ja. Swatchy. Und dann machen wir noch eine Melkerei auf. Und nennen uns. Na, und dann machen wir Müller-Milch. Das ist das Beste. Das wäre das Beste. Opi, wollen wir uns noch ein bisschen Cannabis holen? Und ich wette, jeder möchte dann unsere Milch. Dann machen wir Kakao, Vanille, Erdbeer, Kirsch. Oh Gott, das geht ab. Das wird vor der Trend. Und dann das rennt niemand mehr. Dann rennt niemand mehr mit einer Knarre rum, sondern mit einer Müllermilch. Genau. Das ist ja was. Sie hören noch zum Billy daher, ne? Das ist richtig. Soll ich Ihnen sagen, wie Sie ins Billy kommen? Sagen Sie. Bringen Sie mir 100 Gramm Gras, dann kommen Sie ins Billy. Ja, das ist eine illegale Straftat. Das würde ich nicht machen. Nein, ist es nicht. Natürlich. Nein, ich und Opi sind Patienten. Wir dürfen das nehmen. Ich bin schlafen, ne? Haut rein. Ja, okay. Ich sag Ihnen so, wie es ist. Ja, wenn ich Sie damit abstimme, möchte ich eine Lizenz dafür haben. Und wenn Sie die nicht haben, dann nehme ich Sie fest. Du bist nicht mal Kopf. Das ist ja okay. Das wäre nur meine Handlung, wenn ich wäre. Meine Lizenz habe ich irgendwo in der Jackentasche. Ich guck mal ganz kurz, ob ich die alle finde. Ich guck grad. Sie haben gar keine Lizenzen, theoretische Prüfung und PKW-Lizenz haben die. Ja, ist ja was anderes, aber ist ja hat ja nichts mit meinem Gras zu tun. Da ist er doch, da. Schwarz auf weiß geschrieben. Aber 100 Gramm ist schon ziemlich viel, ne? 100 Gramm ist, du hast 5 Gramm. Ich bin OP teilen uns das ja. Dann müssen wir 10 Gramm höchstens dabei haben. Ich bin Penhaut rein. Ja, wer hat gefragt? Ja, dann mach mir gut und schlaf gut, ne? Ne, wer hat gefragt? OP, brauchst du dein Gras? Oder wollen Sie ich hoffe, ich komme jetzt mal langsam von meinem Telefon runter. Aber mit THC-Gehalt dann? Fast null. Fast sehr gering. Deswegen ist das Selbstangebot von mir. Ja, das ist ja besser. Ey, Leo. Was tasern sich die denn alle gegenseitig die ganze Zeit? Ja, wenn das eine Bedrohung für Opi darstellt, dann taser ich die. Na, danke schön für den Schutzhund mal. Und wenn ich dann mal wieder was sehe, gibt's auch eine Bezahlung. Für den Schutz. Wie bitte? Was? Hey Helmut, setzen Sie sich doch auf die Bank, nicht auf den Boden. Nein, wie gesagt, ich sehe nichts. Immer noch. Au. Das kriegen Sie schon irgendwie hin. Nee, mir ist wirklich Schmutz vor Augen wegen dem Grasslip. Nein. Auch wenn ich Ihnen helfe, kriegen Sie das glaube ich hin? Ich sehe nichts, nein. Ich muss jetzt warten, bis der Grasflip vorbei ist. Und erst dann kann ich wieder was machen. Denn mir geht's gar nicht gut. Mir ist schwarz vor Augen. Da haben sie wohl ein bisschen zu viel genommen, würde ich sagen. Na, das war ein zu krasses Zeug. Das war nicht meine Dosierung, die ich sonst hab. Übers Krankenhaus. Vielleicht ist er ein bisschen zu viel THC gehalten. Nee, der Junge hat einfach 10 Gramm auf einmal weggepfeffert. Das war eins. Ich hab eins bekommen. Ein einziges. Ich habe nur eins gewollt. Gegen die Schmerzen. Ja, wir haben aber jetzt nichts mehr, OP. Deswegen müssen wir neues holen gehen. Das ist alles gut. Ich habe keine Schmerzen. Alles gut. Ich will nur endlich diesen Trip nicht mehr haben. Wie gesagt. Alles dunkel. Ich sehe niemanden. Ich sehe nichts. Null. Nada. Niet.
Ich rauch eine. Wollen Sie mal zum Arzt fahren? Der junge Herr Helmut ist selber Mediziner. Also, aber er kann sich ja nicht selbst überprüfen. Aber die Sache ist, ich kann doch nicht selbst zum Arzt fahren. Wie soll denn das gehen? Wenn ich nicht sehe. Was war denn das für eine Frage? Er fährt sie. Ja. Noch ja, schön und ausgeredet. Ich fahr oder was auch immer. Ich fahr sie. Warten Sie, Papa, warten. Obi, wie möchtest du denn zum Arzt? Vor allem, warten Sie, Papa. Mensch, jetzt tut's mich doch. Wir sind doch verwandt, denke ich. Obi, ich hol dir mal kurz ein Auto, ja? Ja, na klar. Was ist denn hier los? Weg! Der Obi muss sofort einsteigen können. Er fährt mit meinem Auto, Digga. Was ist denn Auto fährst du, Digga? Obi, so bin ich da beim richtigen Fahrzeug. Oh, warte, Obi, ich muss nochmal reparieren. Ah, ich kann den gar nicht. Obi, ich muss gleich im Kopfauto. Das bist doch sicherer. Wo denn? Ich sehe doch nichts. Man muss mich kurz tragen oder so. Ich trag sie. Soll ich sie tragen? Trag sie mal, Wächter. Irgendjemand, der so nett ist. Vater. Ich muss Ihnen sagen, dass der vor Ihnen ist, also Ihr Neffe, weil das ist mein Sohn. Ja, ne, das freut mich. Wie ist denn dein Name? Fernandes. Und nicht Neffe. Man lernt. Das ist eventuell mein Sohn. Das ist mein Sohn. Du Presswurst. Komm mal. Mein Enkel, das meine ich. Wer ist er? Und nicht mein Neffe. Da wäre ich ja sein Onkel. So rein. Da will sie belästigen, Herr Nobi. Oh, jetzt geht's wieder. Jetzt sehe ich was. Okay. Ich kann. Ich mache mal die Tür auf. Oh, und ups, ist auf. Dankeschön. Kein Problem. Dann würde ich mal sagen, ab ins Krankenhaus. Denn da können wir mal ein Sehtest machen für mich. Mach mal die Sirene an, das ist ein Notfall. Code 3, Leo, Code 3. Oh Gott. Oh, perfekt. Jetzt habe ich schon so ein paar Kopfschmerzen, warum auch immer. Aber wir haben es ja fast geschafft. Ich glaube, ich habe einen Finger verbrannt oder so. Tut voll weh. Heide Wiska, dann kriegst du gleich noch ein Pflaster. Aber erst brauchst du mal den Sehtest. Könnt ihr den durchführen? Ihr geht ans Plakat und sagt an Meldezeile. Aber mach seid ich, fair. Okay, du musst dir so ein Bogen setzen. Da gibt es eine grüne und eine rote Zeile. Komm, Obi. Ja, Moment. Ich kann nicht so schnell. Obi? Ja. Da ist er doch. So fit. Ah, jetzt. Ja, ich bin nur da. Wo seid denn ihr? Vater, Sie müssen uns sagen, ne, wo das ist. Wo seid ihr? Ich sehe euch nicht. Ich trage es mal. Ach, hier drinnen, ne? Ja, das kann sein. Sie müssen einmal ganz raus. Warte. So siehst du, was super? Nein, ich sehe niemanden. Nur ja, der ganz muss ganz raus. Er muss ganz alle raus. Ganz raus. Hinten. Da ganz hinten. Ja. Komm mit, komm mit. Jetzt sehe ich euch. Jetzt kann ich loslassen. Ja, reicht doch. Ganz. Oder? Sehen Sie was? Ja, jetzt sehe ich wieder alle. Sehr gut. Nach dem Sehtest gehe ich aber schlafen. Nein, da können wir keinen Reap mehr fahren. Was ist das? Ja, das war ja schon mal Teil des Sehtests, war. Jetzt sehe ich schon mal euch. Jetzt muss ich nur noch das Plakat sehen. Ich zeige Ihnen ein paar Sachen und Sie müssen gucken, erraten, okay? Ja, na, wie gesagt, ich weiß wo, ich zeige dir den Raum. Ne, das, okay. Soweit sehe ich noch. Aber sei fair. Nee, da gibt's eine grüne Zeile und eine rote. Die rote ist die schwere. Und denk dran, ich bin alt. Wenn ich meine so richtig sehe, ist das noch okay. Denke ich, hoffe ich doch. Ihr seid so still, redet auch mal. So, ich glaube, das war hier. Wenn mich nicht meine Sinne täuschen. Ach ja, doch. So. Setz dich hin, Opi. Ich stell mich hier an der Linie. Du gehst vorne an und sagst, welche Zeile ich machen soll. Ey, Ruhe, kann ich selber nicht lesen. Ja, ich weiß. So. Na, ich fange einfach mal oben an, okay? Ja. E. F. Richtig. P. T.
O Z L P E D P Kopf. Geh runter, duck dich wieder, ich seh nichts. Hey, jetzt geh runter, genau. P E C F C. Jetzt wird's schwer, die nächste Zeile. Die kann ich auch nicht lesen. Boah, die ist unmöglich für Pro-System. Na, warte mal, ich geh mal näher. Was ist das denn für eine geile Spritze? Sieht schön aus. Was? Finger weg! Boah, die spritze ich in deinen Arschloch. Was? Bix. Ey, was? Oh, hoffentlich war das Crack oder so. Jetzt hör mal auf, so eine Knüppel zu erzählen. Das ist ja schon sehr interessant. Ich hab hier einen Knüppel, ne? Ja, ich hab einen Laser. Ja, also habe ich jetzt erzählt, das bestanden? Könnt ihr mal ein bisschen was dazu sagen? Also müssen oder mindestens alles das Grüne komplett. Also das Grüne bis haben sie alles geschafft. Und das, ich glaube, das Rote das erste hast du auch geschafft, ich weiß nicht. Ne, das Rote ist ein bisschen schwer für mich. Ja, das ist schwer für uns alle. Ein bisschen, ne, bisschen, ja. Und Mitgefühl. Ich bin 67, wie gesagt. Ich druck mal ihr Sehtest kurz aus, damit sie das. Ne, das wäre super. Oder ich probiere mal noch was. Moment. So, drücken wir mal ein Auge zu. Vielleicht sehe ich schon besser. Die letzte Zeile von den Grünen. E, C. T, C. E, T. Oder so. Irgendwie so. Wir haben das Auge zugedrückt. Ja, indem ich es zugedrückt habe. Tschüss. Mit dem dritten Muskel. Geh mal auf den dritten Muskel. Und dann Stimmungen. Und dann One Eye. Also nicht ein Ei, sondern ein Auge. So. Habt ihr das hingekriegt? Ihr einäugigen Banditen hier. Na dann, macht ihr mal den Test. Und ja, ich frage dich. Ja, nur, oh, danke schön. Danke, danke. Ich mag den Bären. Finde ich gut. Aber weißt du was? Ich denke auch an meine Patienten. Komm mal mit. Ich setze den Bären jetzt da raus. Da freuen sich die Patienten. Ich arbeite eh hier. Da kriege ich mit, ob der fehlt oder nicht. Warte mal. Das war doch. Wo setze ich den mal am besten hin? Am besten? Warte mal, das war. Mann, wo war denn das? Ich hab doch irgendwo einen Bären hingesetzt, mal. Scheiße. Leo, was denkst du, wie viel Gramm ich in meinem Rucksack gebunkert hab? Ah, nee. Warum ist das da? Ich sag, ich bin 50. Wer weiß, wer das ist? Kommt hin. Das war mein Umzimmer. So, setz mal den mal hier hin. Ich denke mal, da freuen sich dann die Patienten, wenn die dann hier einen Schuh drüber sehen. Alter, das ist eine Gabel im Kopf. Warte, eine Gabel. Der die macht halt die Fernbedienung. Jetzt ein Rollstuhl. Für die Krüppelis. Kann man den schieben? Das ist kein Spielzeug. Geh doch mal bitte runter. Du kannst laufen. Ich aber nicht mehr. Ich bin noch fit. Ich geh mal eben kacken, okay? Wundert euch nicht. Mach das. Das kann ich allein. Aber schön sauber, ne? Ja, und Hände waschen, ich weiß. Oh Gott, wo. Ach, hier lang. Vater, brauchen Sie Hilfe? Beim Arsch abwischen oder so? Ja, nee, alles gut. Okay. Haben Sie mal einen Gang? Wie gesagt, lass mich mal eben kurz allein. Ich brauche auch mal ganz kurz meine Privatsphäre. Okay, Hilfe. So, na dann machen wir jetzt mal hier einen Cut. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und dann, ja, bis zum nächsten Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Da freue ich mich. Tschüss.